Ich kann mir das gar nicht sagen. Weil es so nicht weiterging. Wir haben eine totale Stagnation in der deutschen Politik. Die großen Parteien kriegen kein einziges Problem mehr gelöst. Wir haben eine verfehlte Corona-Politik. Wir haben keine Lösungen, wenn es eine Flut gibt. Wir haben überall Probleme. Sie haben es gesehen bei Afghanistan, Falschinformationen. Das Land stagniert. Das Land ist erstarrt. Und die großen Parteien sind auch erstarrt. Und wer jetzt eine große Partei wählt, das gilt für die CDU, die SPD und die Grünen, verschenkt seine Stimme. Es gibt keinen Fortschritt. Es geht nicht mehr vorwärts. Die Schwurbel gekriegt, weil er halt auch manche Sachen anders sieht als die Mainstream. Ja, wir sind eine stark humanistische Partei. Wir suchen, mehr Menschlichkeit in die Politik zu bringen. Aber ein wichtiger Punkt ist auch, wir suchen einen anderen Politikertyp. Wir wollen nicht mehr die Berufspolitiker, die in den Bundestag gehen und dann 50 Jahre dort bleiben und deren einziges Ziel die Wiederwahl ist. Die kommen, die werden gewählt, ob sie Kanzler, Präsident sind, Amerika dasselbe, Frankreich dasselbe. An dem Tag, wo sie gewählt sind, denken sie nur noch an ihre Wiederwahl, nicht an das Schicksal des Landes. Und wir wollen Menschen, die das Wohl des Landes über ihre eigenen Interessen stellen. Und das kriegt man natürlich nicht ganz einfach hin. Aber es gibt einen Weg. Sie lassen nicht mehr als 2 Legislaturperioden los, zu. Sie lassen nicht mehr als 2 Legislaturperioden zu. Das heißt, ein Abgeordneter, der in den Bundestag kommt, weiß, nach 8 Jahren oder vielleicht 10 Jahren muss er wieder raus. Das heißt, er muss vorher schon einen Beruf gehabt haben, weil er anschließend in seinen Beruf muss. Und dann kriegen Sie einen ganz anderen Typen von Menschen, der nicht nur dem Mainstream hinterherläuft, sondern einer, der sagt, ich habe jetzt 8 Jahre oder 10 Jahre und ich habe versprochen, dass ich das Krankenhauswesen, das Gesundheitswesen oder die Landwirtschaft moderner mache oder wieder konservativer. Und das muss ich hinkriegen. Da habe ich jetzt 2 Legislaturperioden. Das ist ein völlig anderer Typ von Mensch, der nicht mehr in allererster Linie an die Wiederwahl denkt. Weil er nur 2-mal wiedergewählt werden kann. 1-mal wiedergewählt werden kann. Der kleine Ja, aber das ist das Kernproblem. Die machen nichts mehr. Ich war ja selbst 18 Jahre im Bundestag. Völlig falsch. Herr Scholz. Naja, der Bernie Sanders ist jünger als ich. Insofern hinkt der Vergleich. Und Bernie Sanders und ich, wir haben sehr viele junge Anhänger. Das ist das Merkwürdige. Mein Durchschnittsalter, wenn ich eine Lesung mache aus meinen Büchern, liegt bei 24 Jahren. Und das sind junge Menschen, die den Glauben an die Politik verloren haben, die den Glauben an die Medien verloren haben und die glauben, weil ich an ein paar Teilen in meinem Körper Kugeln stecken habe und mich nicht aufhalten. Also die glauben, dass man mir vertrauen kann und ich hoffe, sie haben recht. Seinen Hof verkaufen. Es kommt darauf an, was reich ist. Die Vermögensteuer, die die Grünen und die SPD und andere planen, setzt ja in der Regel schon nach 1 Million an. Und das sagt der normale Mensch, boah, aber richtig und so. Aber was heißt für einen Handwerksmeister 1 Million? Ein Handwerksmeister, ein Malermeister, ich kenne diese Leute sehr gut, der hat ein Grundstück, muss er ja haben, eine Wiese, darauf steht die Werkstatt, das Grundstück wird mit 1 Million bewertet. Die Werkstatt 1 Million und sein Haus, dann hat er 3 Millionen. Und dann soll er auf 2 Millionen Vermögensteuer zahlen, obwohl er schon immer Steuern gezahlt hat für alles, was er verdient hat. Und das bedeutet, der Mann hat häufig gar kein Geld auf der Bank. Oder wenn er Geld auf der Bank hat, will er eine neue Maschine kaufen. Das ist völliger Schwachsinn. Das trifft die Kleineren, den Handwerker. Sie kämen nie auf die Idee zu sagen, der Handwerker ist Millionär, weil er ein Haus und eine Werkstatt hat. Aber nach den Bewertungen liegt er dann bei 3 oder 4 Millionen. Und das sind die Leute, die unser Land wieder in Schwung bringen sollen. Und wenn Sie eine Fußballmannschaft haben und die steht am zweitletzten Platz und die muss heute gewinnen, werden Sie dann kurz vor dem Spiel die Spieler bestrafen, die das Spiel rumreißen sollen, oder werden Sie sie motivieren? Also dann nochmal Steuern drauf, ist demotivierend. Und ich bin dafür, dass hohe Steuern gezahlt werden. Aber Deutschland zahlt bei den Unternehmen die höchsten Steuern aller OECD-Staaten. Und der Arbeitnehmer, der kleine Mann, zahlt die höchsten Steuern und die höchsten Abgaben in allen Industriestaaten. Also da haben wir keinen Nachholbedarf. Wenn die Grünen glauben, wir müssen noch mehr Steuern draufhauen, dann sollen sie von ihren Abgeordneten etwas hergeben. Ja, wo lebt die Frau? Die weiß nicht, wer ist um 4% gestiegen? Der Benzinpreis selber. Ha, ha, ha. Die Frau Baerbock hat keinen Dunst. Schauen Sie, ich kann mir
Ich kann mir das erlauben, dass die Strompreise steigen. Der kleine Mann, mein Mitarbeiter, kann sich's nicht leisten, dass sie sich fast verdoppelt haben. Aber das Geld hat er. Ja, ich würde als erstes mal aus allen Kriegen rausgehen. Wir führen Krieg in Mali. Kein Mensch weiß warum. Ich kann es Ihnen sagen, warum. Wir führen in Mali Krieg, weil die Franzosen das gerne hätten, weil die Franzosen dort in Niger, dem Nachbarland, große Uranvorkommen haben. Und wir schützen in Mali die Kernkraftinteressen der Franzosen, nachdem wir die Kernkraft in Deutschland verboten haben. Absurd und heuchlerisch. Also in einem Punkt sind wir uns einig. Klimapolitik ist ein zentrales, wichtiges Thema. Wir haben die Erde den nächsten Generationen so zu überlassen, dass sie immer noch schön ist. Aber die Wege sind unterschiedlich. Die Grünen betrachten Klimapolitik als eine Religion. Und da gibt es einen Glauben und das lege ich einmal fest. Und wenn dann entschieden ist, Elektroauto, dann gibt es nur noch Elektroautos. Das ist falsch. An so ein Problem, an so ein großes Problem muss man technologieoffen herangehen, weil da werden neue Dinge erfunden werden. Und schon die Festlegung auf das Elektroauto, die Firmen werden ja bestraft, wenn sie nicht genügend Elektroautos herstellen, mit Millionen Strafen. Die Festlegung auf das Elektroauto ist ein Irrweg, weil 90% der Weltbevölkerung sich kein Elektroauto leisten kann. In den armen Ländern können die Menschen sich kein Elektroauto leisten. Der ehrliche Preis auch in Deutschland ist ja viel höher. Ein Elektroauto wird durchschnittlich mit 15.000 bis 20.000 Euro subventioniert vom Staat. Das haben die armen Länder nicht. Und die armen Länder, die fahren Uraltverbrenner, die von Deutschland oder Frankreich über Polen, Afrika dann in diese armen Länder gehen. Und die fahren die dreckigsten Autos, die fahren die 50 Jahre lang und pusten, weil sie keine Katalysatoren mehr haben, den Dreck in die Welt. Und für die brauchen wir eine Lösung. Und da gibt es Lösungen. Zum Beispiel, dass man aus Sonnen- und Windenergie, aber nicht geschaffen in Deutschland, sondern in diesen riesigen Wüstengebieten, wo Platz ist und wo auch Sonne ist, dass man dort Sonnenenergie herstellt, Windenergie herstellt, dass man die dann zusammenbringt mit Meerwasser, entsalztem Meerwasser. Dann haben sie durch eine Elektrolyse haben sie grünen Wasserstoff. Und den grünen Wasserstoff bringen sie zusammen mit dem schmutzigen CO2. Dann haben sie das transportierbare Methanol. Und dann haben sie noch einen weiteren Raffinerieschritt. Und dann haben sie einen CO2-freien Kraftstoff, den die Armen mit unseren dreckigen Uraltverbrennern nützen können, ohne jeden Umbau. Und den auch der kleine Mann in Deutschland, der sich nämlich auch kein Elektroauto leisten kann, benutzen kann. Und dann haben wir, das ist dann technologieoffen, dann haben wir im Jahr 2030 oder 33, 35, dann haben wir vielleicht 40% Elektroautos und 60% Verbrennerautos, wobei die Verbrennerautos, von denen ich rede, die mit grünem Wasserstoff und CO2-freiem Kraftstoff betrieben werden, viel umweltfreundlicher und auch preislich günstiger sind. Das ist mir nicht leicht gefallen, weil ich da natürlich, wenn Sie 50 Jahre in der Partei sind und andere Menschen für Sie Wahlkampf machen, sich die Nächte um die Ohren schlagen, da haben Sie Freunde. Und die CDU hat auch große Verdienste gehabt nach dem Krieg. Wiederaufbau Deutschlands, soziale Marktwirtschaft, Westbindung, Sicherheitspolitik. Aber die CDU ist erstarrt, genauso wie die SPD. Und da geschieht nichts mehr, da kommt nichts mehr. Die haben keine Lösungen mehr. Wenn ein Problem kommt, stehen sie, schauen sich an und wissen nicht, was sie machen sollen. Aber bei mir kam noch ein konkreter Punkt dazu. Ich habe viele Kriege miterlebt, vor Ort besucht. Ich habe eine Kugel im Knie, ich habe eine Kugel im Hinterkopf, ich habe eine zerschossene Schulter. So, ich weiß, was Krieg ist. Ich habe Menschen sterben sehen, ich habe Kinder in den Krankenhäusern gesehen. Und ich habe mit führenden Vertretern der Bundesregierung, mit sehr führenden Vertretern der Bundesregierung, jahrelang Gespräche geführt, dass diese Kriege, Afghanistan-Krieg zum Beispiel, falsch sind. Und dass wir falsch informiert werden. Dass es den Menschen eben nicht besser geht in Afghanistan, sondern noch immer genauso schlecht wie vor 20 Jahren. Und das waren lange Diskussionen und ein langer Prozess. Und als ich gemerkt habe, es ändert sich nichts. Unter Kohl flog man aus der CDU raus, wenn man für Krieg war. Unter Merkel
stand man in der Gefahr, aus der CDU rauszufliegen, wenn man gegen Kriege war, bin ich ausgetreten und habe aber dann nicht den leichten Weg gemacht. Ich habe gesagt, hallo, wenn du das kritisierst, dann musst du was Besseres bieten. Und ich habe aus den Erfahrungen, die ich in der CDU gemacht habe und den Lebenserfahrungen, ich war 22 Jahre in der Wirtschaft, ich weiß, wie es ist, wenn es in der Wirtschaft Krisen gibt. Ich weiß, wie es einem Arbeitnehmer geht. Ich weiß, wofür die Betriebsräte kämpfen. Ich weiß, wofür die Gewerkschaften kämpfen, weil ich Tage, Nächte mit ihnen verbracht habe. Und mit dieser Erfahrung, glaube ich, kann man Deutschland wieder nach vorne kriegen. Also ich bilde mir ein, dass ich mehr weiß als diese drei Kanzlerkandidaten, die in Deutschland im Grunde genommen niemand will. Mehr Kanzlerkandidaten haben wir nicht beschlossen. Nicht? Hubert Aiwanger wäre auch ein lustiger Kanzler. Wäre sehr lustig, ja. Bissaft. Zu den Forderungen, die wir aufgestellt haben, ich habe Ihnen vorhin gesagt, wir wollen einen anderen Politikertyp, gehört Begrenzung der Amtszeit. Also Angela Merkel hat, wie andere auch, viel zu lange regiert, wie Kohl auch. Und in den letzten, das kann man auch sagen, das ist nicht böse, in den letzten 8 Jahren ist nichts passiert. Merkel findet auch zurzeit schon seit einem Jahr, seit 2 Jahren praktisch nicht mehr statt. Weil da ist aus ihrer Sicht nicht mehr zu gestalten. Wobei der Gestaltungswille der Kanzlerin eigentlich immer darin bestand, eine Koalition im Rücken zu haben. Und wenn die Koalition krachen würde, eine Ersatzkoalition. So, das war ihre Politik. Es gab, sie war nie eine echte CDU-Vorsitzende. Sie war immer nur ist das falsche Wort, sie war immer die Vorsitzende der Deutschland-Kampagne. Und da kann man sogar sagen, gut, ist doch toll. Das heißt aber, da sie nie CDU-Positionen vertreten hat und das Amt gar nicht wollte, also nicht gescherzt, sie hat innerlich nicht wollte, gibt es gar keine CDU-Politik mehr. Und der Laschet hat jetzt das große Problem, dass er Kanzlerkandidat ist, für die CDU antritt, aber es gibt keine CDU mehr. Der muss die CDU neu erfinden, weil die Merkel immer Koalitionspolitik gemacht hat. CDU, SPD, FDP, Grüne und Linke. Die hatte sie alle im Boot.